Gottfried Küssl war in den 80er und 90er Jahren einer der bekanntesten Neonazis Österreichs. Wegen Wiederbetätigung saß er 5 Jahre lang im Gefängnis. Dass FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache aus seiner Jugend Küssl kennt, das hat er nie ausdrücklich bestritten. Aber seit heute ist bekannt, dass Strache Ende der 80er Jahre in Niederösterreich bei einer Wehrsportübung mit Gottfried Küssl war. Strache selbst erzählt das in diesem neuen Buch, das meine Kollegin Claudia Reiterer und die Falter-Journalistin Nina Horacek über den FPÖ-Chef geschrieben haben. Es beschreibt detailliert Straches politische Karriere und auch den Hintergrund der berühmt gewordenen Fotos, die Strache mit anderen uniformierten jungen Männern bei Waffenübungen im Wald zeigen. Es waren Fotos wie diese, die seit etwa 3 Jahren für Aufregung sorgen. Strache und seine sogenannten Paintball-Aktivitäten. Ganz kurz hat Strache am Beginn der Affäre das Ganze noch klein zu reden versucht. Also es gibt viele Fotos von mir und meiner Jugendzeit und auch von meiner Kindheit und auch als Erwachsener. Ich habe von militaristischen Posen gesprochen. Na, sicherlich nicht, sondern wenn, Gotcha-spielende Fotos. Und dann sind eben doch diese Fotos aufgetaucht, die Straches Art, Gotcha zu spielen, zeigen. Und Strache kam mit seinem Argument, das war alles harmlos, auch die anderen Mitspieler. Ich verwahre mich wirklich hier solche Unterstellungen von Ihnen, die Sie auch gerade... Ich verwahre mich dagegen. Damals waren das alles Personen, die unbescholten waren. Und es sind viele Personen heute, renommierte Persönlichkeiten als Juristen und Ärzte. Anfang der 90er Jahre waren im rechten Milieu genau solche Aktivitäten modern. Wehrsportübungen nannte man das damals. In Langenlois in Niederösterreich wurden die abgehalten. Führende damalige Neonazis waren dabei. Das Ganze hatte natürlich ausschließlich politische Hintergründe. Der damalige Anführer nahm sich auch unvorsichtigerweise kein Blatt vor den Mund. Parteipolitisch ist natürlich also die Zulassung der NSDAP als Wahlpartei und damit Antreten zu Wahlen und Teilnahme an machtpolitischen Situationen. Dieses und andere Interviews und Aktivitäten brachten den Mann dann für einige Jahre hinter Gitter und der Spuk mit den Wehrsportübungen war dann auch schon bald vorbei. Strache hat mehrmals betont, bei ihm ging es um Sport und nicht um Politik. Ich war nie ein Neonazi und ich bin kein Neonazi. Nur um den Unterschied zu verdeutlichen, die da machen Wehrsportübungen. Und die da haben mit Strache nur gespielt. Doch in diesem neuen Buch über Strache scheinen die Grenzen ein wenig zu verschwimmen. Strache selbst beschreibt nämlich, dass einmal doch plötzlich Gottfried Küssl und Konsorten bei so einer Paintball-Runde anwesend war. Strache war nämlich doch auch in Niederösterreich unterwegs, wie er den beiden Autorinnen erzählt hat. Allerdings betont er auch gleich, war er entsetzt, welche Leute denn dort noch so waren, und dann hat er das abgebrochen. Also, überprüfen lässt sich das ja heute nur mehr schwer. Vielleicht war er tatsächlich nur 3 Minuten dort.